Und damit willkommen zu einem neuen Part von Mario und Luigi Dream Team Brothers. Wir sind in Peenemünde angelangt. Oh, hier ist ein Attacken-Fragment. Was wir uns gerne nehmen. Ja, und wir wollen auf den Pyjama-Gipfel. Das Problem ist, der Reiseführer ist verschwunden. Das ist der Bruder von einem muskulösen Typen, den wir im letzten Part getroffen haben. Und ja, er möchte nicht auf Tour gehen, nicht ehe sein Bruder gefunden wurde. Kann ich verstehen? Daher helfen wir ihm auch und ja, auf der Suche nach ihm, am Anfang direkt, sind wir in ein Haus gegangen und wir haben Kylie Cooper mal wieder getroffen. Sie ist bekannt aus Mario und Luigi zusammen durch die Zeit. Somit haben wir auch die erste Referenz zu Mario und Luigi 2. Ja, sonst gab es immer nur Referenzen zu anderen Mario und Luigi Teilen. Und wir können für sie arbeiten. Hey, was fällt euch ein, euch so von hinten anzuschleichen? Ich will ja keine Spielverderberin sein, aber sprecht mich gefälligst von der anderen Seite des Schreibtisches an, klar? Okay. Wie sieht's aus? Wollt ihr mir helfen? Ja, klar. Dankeschön, Jungs. Ihr werdet nicht bereuen. Euer erster Auftrag ist ganz einfach. Eine Schnitzeljagd. Hört zu, ich habe meine Ausrüstung auf der ganzen Insel installiert. Und zwar in Kamerablöcken. Hier, so sehen die Dinge aus. Kamerablöcke. Hat man nicht schon mal so einen Block gesehen? Ich glaube ja. Der war bis vor kurzem hier in der Stadt aufgestellt. Die Dinger machen Fotos und speichern sie in Schnipseln. Vielleicht seid ihr ja auch auf einem meiner Bilder drauf. Naja, jedenfalls betrachtet das hier als Aufwärmübung für euren Job. Springt gegen den Block hier, um die Schnipsel rauszuholen. Ja. Machen wir sofort, machen wir. Du hast Fotoschnipsel aus Peenemünde gefunden. Bravo, mit so einem Sprung haut ihr jeden Block aus den Socken. Ich hatte bei euch gleich so ein Gefühl. Wusste ich doch, dass ihr es drauf habt. Ja, das macht sie immer. Zeit für Teil 2, Jungs. Kommt hier zu mir rüber. Zeit für den zweiten Teil der Erklärung. Wenn ihr ein paar Schnipsel gesammelt habt, kommt eure nächste Aufgabe. Das Zusammensetzen. Kamerablöcke machen automatisch Bilder, aber einen Fehler haben sie. Die Software ist nicht ausgereift. Spaltet die Bilder in Einzelteile auf. Und ganz unter uns... Mir ist diese Puzzle echt zu kompliziert. Das ist der Punkt, an dem ihr beiden ins Spiel kommt. Versucht doch mal, ein Foto komplett zusammenzusetzen. Okay. Konzentriert euch zunächst mal auf den Touchscreen. Da findet ihr die Schnipsel, aus denen das Bild zusammensetzt. Anfangs könnt ihr natürlich nur Level 1 auswählen. Also gut, wählt Peenemünde Level 1 aus und dann geht's zum Puzzlebildschirm. Innerhalb von 3 Minuten muss ich das machen. Hier unten setzt ihr die einzelnen Schnipsel zusammen. Hat erst ein Schnipsel, die auf den Touchscreen verstreut liegen. Alles klar. Das mache ich jetzt nicht. Zieht die Schnipsel dann über den Bildschirm auf die freie Fläche. Könnt ihr die Stelle, an der der Schnipsel hängen bleibt, ist das die Stelle, an dem der Schnipsel gehört. Soweit alles klar? Ach, und ihr könnt die Schnipsel natürlich auch drehen. Berührt dafür einfach das Symbol da unten. Alles klar. Ein paar von den Schnipseln müssten schon gedreht werden, bevor sie die richtige Stelle für sie finden könnt. Klingt ganz einfach, Jungs, oder? Kein Thema für Blitzmerker wie euch, oder? Oder wollt ihr die Regeln nochmal hören? Nö. Wenn ihr Level 1 geschafft habt, könnt ihr einen weiteren Level versuchen. Und damit nicht genug, wenn ihr es schafft, ein Foto in der vorgegebenen Zeit zu vervollständigen, dann lasse ich mich auch nicht lumpen. Dann kriegt ihr ein paar Münzen und Preise. Also, wie sieht's aus? Würde mich freuen, wenn ihr Zeit habt, mir zu helfen. Können wir gerne mal probieren. Berühre den Touch-Bildschirm mit deinem Touchpen. Alles klar. Machen wir. Oben sehen wir das Bild. Wie es werden soll. Ja, und wir müssen das Bild in 3 Minuten rekonstruieren. Warte, das Bild ist auf jeden Fall falsch rum. Das muss so... Das müsste hier hin wahrscheinlich. Genau. Dann haben wir das Bild. Das kommt eigentlich... Ah, hier unten. Hier unten wahrscheinlich, oder? Hier? Nee, hier eher. Ja, genau, genau. Das Bild kommt dahin. Das ist Marios Kopf. Kommt unten rechts hin. Das ist der Stern von Glitzerstern. Kommt hier hin. Oh, sorry. Das ist oben rechts die Ecke. Unten links die Ecke konnte es nämlich nicht sein, weil das ist hier die Ecke. Haben wir. So, da sieht man Teile von Glitzersterns Kopf und vom Pilz. Das muss dann also hier hin. Das ist der Pilz an sich. Das ist ganz einfach.
Dann haben wir noch das hier. Da sieht man auch wieder Glitzerstern noch ein bisschen mit drauf. Dann kommt das nämlich dahin. Dann gibt es ja nur noch zwei Teile, die kommen dahin und dann dahin. Wunderbar. Haben wir eine Minute für gebraucht, also wow, passt. Gut gemacht, Jungs. Habt's innerhalb der vorgehenden Zeit geschafft und für eure Hilfe gibt's zur Belohnung Münzen und zwar 100. Nicht schlecht. Der gewonnene Preis und die Lösung benötigt Zeit werden gespeichert. So, vergiss nicht nochmal später zu speichern, um den. Achso, muss ich trotzdem nochmal dann richtig speichern. Das sind so etwa die Erklärungen, die ich euch geben kann. Um zurück zum Menübüro zu kommen, drückt den B-Knopf und das zurück zum Büro auf den. Ja. Und da gibt's halt noch weitere Level 4. Eieiei. Eieiei, gibt's da viele. Seht ihr, Jungs, ist ganz simpel, wenn ihr es einmal geübt habt. Ich habe meine Kamerablöcke so ziemlich in ein Areal in der Insel aufgestellt. Wenn ihr also einen Block seht, schnappt euch die Schnipsel. Wenn ihr ein Foto zusammensetzen wollt, kommt wieder zu mir. Klar? Ah, ich weiß noch nicht, ob ich das alles mache. Ist zwar an sich cool, aber vielleicht auch nicht gerade so spannend. Vielleicht später ein paar extra Parts oder so könnte man das machen, weiß ich nicht. Oder wenn mal so ein bisschen Zeit ist, aber man schon einen Punkt erreicht hat, wo man eigentlich gar nicht mehr weitergehen möchte, dann kann man nochmal ein, zwei Puzzles lösen. Kann auch möglich sein. Muss ich mal gucken. So, es geht da hinten hoch. Da will ich hoch. Und wir wollen uns einfach jetzt noch die Stadt weiter anschauen, ob es hier noch mehr gibt zu sehen. Und gleichzeitig können wir ja nach den Typen suchen. Was ist denn hier denn los? Was ist denn mit dir? Oh, neue Kandidaten. Voll Elan und mit gut gefleckten Bärten. Wollt ihr wissen, was hier abgeht? Ja. Nur hier bei uns läuft der tolle Trickkarton. Okay. Ihr habt Tricks drauf, dann zeigt sie hier und holt euch tolle Preise. Total verrückt. Was? Ihr habt gar keine Tricks drauf? Ist nicht euer Ernst. Meint ihr etwa, ich hätte euch gut gepflegten Bärte nicht bemerkt? Dazu die Overalls mit Partnerlook und der Rest des Outfits in Rot und Grün farblich aufeinander abgestimmt? Das sieht wirklich jeder gleich. Ihr beiden seid doch Clowns. Was? Nicht? Ich wieder mein loses Mundwerk. Aber ihr beiden seht wirklich aus wie Sketch für zwei Personen. Vielleicht kennt ihr beiden ein paar Zwei-Personen-Tricks oder so. Ja. Kennen wir. Was sucht. Ah! Hey, hey, was ist denn das? Aus der Mütze holt sich das Luigi. Wow. Damit könnt ihr ein paar arbeiten und Gegner weich klopfen. Unglaublich! Toll! Stark! Faszinierend. Jungs, genau das ist es doch, was die Leute sehen wollen. Versteht ihr? Ihr müsst es ja nicht direkt jetzt hier machen. Kommt einfach vorbei, wenn ihr in der Stimmung für Tricks seid. Ihr wisst ja, was zu tun ist. Quatsch mich einfach an. Ja, super. Ja, macht schon. Machen wir direkt mal. Ihr wollt Trick dann teilnehmen? Okay. Jetzt geht's richtig los. Zeigt mal, was ihr könnt. Ich habe jetzt aus Versehen schon A gedrückt. Achso, und da muss ich jetzt einfach... Okay. Punkte jagen. Ist auch mal ganz interessant. Alles klar. Immer mehr Punkte. Immer mehr Punkte. Auf dem Touchscreen ist auch irgendwas zu sehen, aber ich kann da gerade nicht hingucken. Ich sehe im Augenwinkel Punkte. Und eine Erklärung, wie die Attacke funktioniert, aber... Ich kann mir das natürlich jetzt nicht angucken. Ich versuche so viele Punkte... wie möglich zu machen. Eieiei. Und bis jetzt bin ich doch ganz gut, oder? Ich hoffe. Eieiei. Nein! Jetzt haben wir es verloren. So, was ist hier? Was? So viele Punkte benötigt? Punktzeige gespeichert. Alles klar. Noch ein Versuch. Wir probieren es. Ich mache aber einen Cut und schneide mal einen guten Versuch rein. Zu gar nichts. Ah, neuer Rekord, aber ich bin noch nicht zufrieden. Ich möchte mindestens 200 Punkte bekommen.
Nein! Ach, Mano! Zwei Versuche mache ich noch, aber ich habe wenig Hoffnung, dass das irgendwie eine Bestpunktzahl wird. Ich werde die 200 wahrscheinlich nicht erreichen. Ich habe schon so viele Versuche jetzt gebraucht. Okay, das war's. Das war's. Wie man hier 800 erreichen soll, fragt mich nicht. Ja, und es ist eine gute Übung, aber die 200 kriege ich nicht hin. So. Was? Ich habe da auf Nö gedrückt. Ich habe da auf Nö gedrückt. Okay, wurde eh ein Game Over. So. Noch ein Versuch. Nö. Nein, möchte ich nicht. Jetzt geht's richtig los. Zeigt mal, was ihr könnt. Nein, möchte ich nicht. Ach so, okay. So, ja, wir kommen irgendwann nochmal vorbei. Wir wollen weiter gucken. Hab jetzt so ewig gebraucht. Eine Viertelstunde habe ich jetzt das Minispiel gemacht. Oh, Gegner, Gegner, Gegner. Oh, das ist doch jetzt mal eine schöne Abwechslung. Hinter dem, oder nach dem ganzen Wirrwarr in Peenemünde. Auch mal jetzt wieder ein paar Kämpfe. Das ist eine sehr schöne Abwechslung. So, gut. Fangen wir mal bei denen hier da vorne an. Da haben wir nämlich direkt einen Krebs. Komm, noch eine Eisenkugel. Ah, schade. Gut, dann macht Luigi den Rest. Und jetzt werden sie auch mal wieder angreifen. Stimmt, ich wollte ja... Das ist so eine fiese Attacke. Das ist so eine fiese Attacke. Ich wollte wegen Bonusaufgaben mal gucken, ob ich überhaupt schon hier exzellent geschafft habe. Nein, tatsächlich noch nicht. 3 von 10? Habe ich das irgendwann verhauen? Anscheinend. Stimmt, wir haben doch die Paar-Attacke ausgeführt. Daher, ja, das ist wohl... Ja. Und ohne Schee... ohne Schee habe ich auf jeden Fall schon Kämpfe gemacht. Das ist Betrug. Ich habe hier schon ohne Schee Kämpfe bestritten. Das ist Betrug. So, wo ist jetzt einer rein? Mal kurz warten. Ich glaube, unten links war einer. Nee, war es nämlich eben nicht. Da wäre der Sprung ins Leere gegangen. So, der holt sich eh wieder. Ja, das ist auch der letzte. Aber jetzt wird ohne Schäden, das ist Betrug. Wir hatten eindeutig schon Runden, wo wir keinen Schaden genommen haben, weil wir sie direkt besiegt haben. Das ist ja, weil wir, da haben wir ja keinen Schaden genommen. In meinem Sinne, oder müssen die angreifen und dann ohne Schaden. Dann ist das schlecht erklärt. Muss man einfach mal so sagen. So, was ist denn hier? Oh, ein Kisso. Wir gehen in die Traumwelt. Alles klar. Gut, dann gehen wir jetzt noch in die Traumwelt. Da haben wir bestimmt auch noch neue Gegner. Wenn schon in dieser Traumwelt Gegner vorkommen, dann sind es auf jeden Fall neue Gegner. Bin ich mal gespannt. Hallo Luigi, Traum Luigi. Man sieht hier auch ganz schön aus. So stetig, so. Und wir haben wirklich neue Gegner. Und die kennt man aus Mario und Luigi zusammen durch die Zeit, diese Gegner. Nur, dass es jetzt ein paar mehr sind. Okay. Okay. Kann man den Hammer unendlich lange halten? Was ist das für eine fiese Attacke? Was ist das für eine fiese Attacke? Boah. Das ist heftig. Wir haben ja noch eine neue Traumattacke. Traumsprung. Ich will Traumsprung jetzt nochmal ausprobieren. Wir haben ja hier eh noch keine Exzellenzserie, also kann ich das ja jetzt noch schnell machen. Ja, yeah, sehr schön. Nein! Oh, das wird auf jeden Fall... Kein Ex... Was machen wir? Ah! Das war komplett schlecht. Das war komplett schlecht. Aber sowas von. Also, das war ja... erbärmlich. So, sie greifen wieder an. Der unten rechts und der unten links. Muss man sich merken, wo die lang sind. Wahrscheinlich. Oder wer die Sperre hat. Der links... Aber selbst dann ist es doch fast noch schwierig, weil man nicht weiß, wer als erstes angreift. Was ist das? Ja, gut, nochmal. Wahrscheinlich derjenige, der es als erstes hochhält. Wahrscheinlich. Greift der dann auch als erstes an. Als erstes rechts. Jap. Jap. Okay, dann ist es gut möglich. Ich probiere nochmal die Traumattacke. Weil es war ja nicht schön, wie ich die ausgeführt habe.
schon deutlich besser, aber es ist immer noch besser, wenn sie jubeln. Oh nein, und der letzte Sprung war da eben. Es war trotzdem nicht gut. Das wird auch wieder kein Exzellent. Zu viele Traum-Luigis verloren. Ja, okay, da müssen wir noch... Ah, was? Ja, natürlich. Konnte ich natürlich jetzt auch nicht wissen. Flüchten sie jetzt? Ja, sie flüchten. Wow. Wow. Okay. Mit diesen Gegnern muss ich mich auch erstmal einarbeiten. Das wird hart. Das wird sehr, sehr hart. So, kann ich auf diesem Block darauf? Mario schafft es. Sehr, sehr schön. Da ist nämlich ein Traumsplitter. Den ich gerne, Albtraumsplitter, den ich gerne zerstöre. Hier ist auch noch einer zum Zerstören. Ein Albtraumsplitter zum Zerstören, bitte. Und zum Mitnehmen. So, springen wir mal drauf. Erstangriff. Und jetzt mache ich es besser. Denke ich, hoffe ich. Ah, die greifen direkt an. Wieder eine neue Attacke. Okay. Nein! Och nee! Oh Mann, 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 Mann! Geh doch raus, Mario! Ich muss einen Superpilz einsetzen. Ich muss einen Superpilz einsetzen nach dieser Attacke. Nee. Eins muss man den Gegnern lassen, die sind echt schwierig. Nicht schon wieder diese Attacke. Ja, ihr habt gemerkt, dass die sehr effektiv war. Das ist doch nicht... Man kann das doch nicht ausweichen. Boah, ist das hart. Handschuhe, wow. Ich probiere nochmal den Traumsprung. Ein drittes Mal. Gut, die Linien sind drei. Hey. Das ist doch voll gut. Ja, es ist doch heute jetzt mal ganz gut gewesen. Ist trotzdem insgesamt nur ein Super. Ich habe das Gefühl, dass diese Attacke nicht für mehrere Gegner geeignet ist. Glaube ich. Was kommt denn jetzt dran? Okay. Springen wir mal. Zwei da hinten. Ja, machen wir irgendwas. Achtung, die könnten gleich wieder flüchten und... Ja, genau. Wenigstens haben wir das ausweichen können. Also ich muss mit allen Gegnern hier jetzt noch irgendwie warm werden. Das ist nicht einfach. Na gut, auf Traumattacke verzichte ich jetzt erstmal. Machen wir lieber das Exzellente erstmal fertig. Die Bonusaufgabe für Exzellent. Und dann passt das. Nur eine Traumkugel. Wow. Dass die auch gleich als erstes angreifen. Okay, die Attacke, die habe ich jetzt schon besser drauf. Obwohl, es ist sehr schwierig. Beide... irgendwie im Blickfeld zu haben. Links auf jeden Fall. Und trotzdem kriege ich nicht hin. Und rechts. Nee, unten. Es ist schwer. Es ist sehr, sehr schwer. Vielleicht hätte ich auch Hammer machen sollen. Ja, egal. Ich muss BP auffüllen. Nächste Runde. Ist auch gut, weil wir nicht so viele BP haben. So, jetzt ist es einfacher. Viel, viel. Jetzt macht es auch nur einer. Der rechte. Jupp, 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 jupp. Füllen wir mal die BP auf. Alles klar. Hammer. Nochmal 12 BP dazu. Das ist sehr, sehr gut. Aber Traumattacke wird erst wieder ausgeführt, wenn wir das Exzellent, die Exzellent-Aufgabe geschafft haben. Dann können wir 80 Punkte Schaden den Gegnern mal zufügen. Wenn wir lustig sind. Wenn wir Lust haben. Auch nicht schlecht. So, hier ist was für Luigi. Ein Geisterkeks nehmen wir gerne an uns. Haben wir jetzt hier alles gesehen, bevor ich jetzt die Traumwelt verlasse? Anscheinend haben wir alles gesehen. Okidoki. Ein weiterer Kisso ist gerettet. Der so einfach auf dem Wege lag. 16. Und mal gucken, im nächsten Part werden wir vielleicht auch den Muscolini-Typ da finden, weil das werden wir auch in diesem Part nicht mehr schaffen. Erstmal raus hier.
Schockierend. Zu Stein verwandelt. Das an so einem gefährlichen Ort. Das war echt gefährlich. Ich hätte ins Meer fallen können. Wollte gerade sagen, so gefährlich ist es doch nicht. Ihr zwei wart es, die mich gerettet haben, oder? Vielen, vielen Dank. Das habt ihr echt toll gemacht. Ja, danke für das Lob. Machen wir doch gerne. Wir wollen jetzt auf jeden Fall erstmal weiterziehen. Denn hier rechts befindet sich noch ein Attackenfragment, was wir uns gerne schnappen möchten. Da. Attackenfragment Nummer 6. Ja, eins wissen wir ja, wo es ist, aber da kommen wir irgendwie nicht ran. Oder ich habe den Weg einfach nicht gefunden. Das kann natürlich auch sein. So, dann haben wir dieses Gebiet auch fast erkundet. Fast. Hier sind noch ein paar Gegner, die wir besiegen wollen. Luigi macht den Erstangriff. 4 Stück. Drei. Ja. Und ein Ding ist unbewohnt, sag ich mal. Gut, dann springen wir direkt auf den ersten. Ich mache jetzt erstmal sowieso nur Sprünge, weil... wegen... Sag schon. Bonusaufgabe. Die exzellent Bonusaufgabe sollte sowieso schnell gehen. Oh, ein toller Treffer. Oh, sehr schön. Aber da kommt noch was runter. Na toll. Ja, mit Ausweichen, das muss ich hier auch noch üben. Ich muss erstmal die ganzen Attacken kennenlernen. Ich denke mal, es ist erstmal das größere Problem hier an der Sache. So, besiegt. Und der andere wird auch besiegt werden gleich. Und ich muss Mario unbedingt heilen. Interessant, dass... die fehlenden KP nicht auf Mario und Luigi aufgeteilt werden, weil wir haben ja Schaden in der Traumwelt bekommen, während Mario und Luigi fusioniert waren. Aber in der Wachwelt hat nur Mario dann die KP weg. So ihr seht. Setzen wir mal 2 Pilze ein. Passt. Wunderbar. Gut. Gibt es hier noch einen Gegner? Einen Gegner können wir noch besiegen und dann ist der Part vorbei. Die letzten beiden, also dieser Part und der letzte Part waren sowieso beide ein bisschen länger als normal, weil ich nicht so ganz auf die Uhr geschaut habe. Aber ist doch auch mal schön. So, machen wir mal hier jetzt. Zack und zack. Vielleicht kriegen wir schon in diesem Kampf die Bonusaufgabe exzellent hin. Das wäre doch sehr, sehr schön. Den exzellenten Sprung habe ich sowieso drauf. Nein, leider zu früh. Oh, diese Attacke finde ich sowieso fies. Das ist unfair. Okay, 2 Krebse sind jetzt hier draußen. Die kann ich dann mal schön angreifen. Ist das auch der letzte jetzt? So, 10-fach exzellent bestanden. Danke sehr. Plus 15 Punkte, 300 Punkte. Wir kriegen den Bonushammer. Und da gucke ich jetzt gleich noch nach, weil im nächsten Part werde ich es vergessen haben, mal nachzuschauen. Daher muss ich das jetzt noch schnell machen bei Ausrüstung. Wir haben ja sowieso ein paar mehr Dinge bekommen. So, da haben wir einerseits den Bonushammer. Erhöht die Kraft abhängig von deiner Erfolgsquote bei Bonusaufgaben. Ja gut, aber minus 16? Nee, danke. Und hier minus 4, was hat Luigi für einen Hammer? Den Kuhhammer, Hagelhammer, den möchte ich auf jeden Fall behalten. Dann haben wir hier noch Dinge bekommen. KP Armreif. Stellt 10 KP pro Zug wieder her. Ist nice, aber minus 21 Verteidigung. Nee. Geben ja 20% Erfahrungspunkte mehr durch Part. Nee, danke. Bei Mario würde das auch nichts bringen. Nee, alles klar. Im nächsten Part geht's weiter. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Lasst gerne eine Bewertung da und wir sehen uns dann. Tschüss.